Ja, die Entscheidung ist gefallen. Ich werde mal hier zurücksetzen. Dann in diesen Weg hier reinfahren. Steht da noch ein Baum davor? Nee. Wir erinnern uns, ich war hier. Ich soll dahin. Ich bin auf diese wunderschöne Betonstraße gestoßen, der ich jetzt aber erstmal nicht folgen werde, weil ich muss ja mein Holz abliefern hier bei Ziel. Und ich denke, wenn ich jetzt hier rechts abbiege, mache ich alles richtig. Schauen wir mal. Wir fahren da jetzt rein. Wenn es denn überhaupt ein Weg ist. So richtig erkennen konnte man das nicht. Aber es sieht nach Weg aus. Oder? Ah. Oder auch nicht. Überall Holz. Das Problem ist, wenn das kein Weg ist, oh, da kann ich die Verdeckung auf jeden Fall aufheben. Was gut ist. Oh, guck mal. Da scheint ja doch irgendwie ein Weg zu sein. Ich bin nur da falsch rangefahren. Ich habe die Verdeckung entfernt und sehe hier trotzdem nichts. Willst du mich verarschen, Spiel? Gut, wir fahren einfach mal hier runter jetzt. Oder rollen hier runter, je nachdem. Wir müssen die Fahrt natürlich ein bisschen kontrollieren, sonst kippt das ganze Geraffel hier nämlich um. So, hoch hier. Hoch, 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 hoch. Zieh, zieh. Oh. Handbremse ist los, ne? Ja. Bremse anmachen. Also hier komme ich offenbar nicht hoch. Da hinten könnte ich vielleicht hoch, aber ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Also ich habe doch irgendwo, habe ich doch gesehen hier Kran. Ach, guck mal hier, Windenpunkte. Jetzt muss ich ja irgendwie bloß mal gucken, wo ist denn hier der Windenpunkt bei mir? Da? Und jetzt kann ich das irgendwo hin verbinden, oder was? An einem Baum vielleicht? Ha! Wie geil! Jetzt bin ich mit dem Baum verbunden, ja? Und jetzt müsste ich über F. Mich ziehen können. Müsste. Nicht ganz, nicht ganz. Da ist die Winde wohl zu schwach für. Aber vielleicht kann ich auch zu dem hier. Der Baum wackelt auf jeden Fall. Ja, ohne Handbremse geht es wahrscheinlich leichter. Wie sieht denn die Sache von vorne aus? Uah. Bremse mal wieder an und dann wählen wir einen neuen Windenpunkt, ganz einfach. Dann bremse wieder lose. Huch! Was mache ich denn hier? Wie geht das denn? Wie kann ich den jetzt ausfahren? Ach, guck an. Hallo. Krangreifer. Das ist ja witzig. Oh. Wie geht denn der hoch und runter? Und jetzt? Oh, abgerutscht. Okay, gut, genug gespielt, aber das ist auf jeden Fall interessant.
Aber wir wollen jetzt... Ich habe den falschen Baum ausgewählt. Ich drehe durch. Oh. So, da wollte ich doch hin. So. Haben wir den nächsten Windenpunkt hier irgendwo? Wir sind ja schon fast oben, ne? Ich weiß, das ist gerade super langweilig, aber auch irgendwie super spannend. So, jetzt bin ich an den Baum daran gefahren oder was? Ich sehe auch gerade nicht, wo ich bin. Ich glaube, ich hänge gerade an dem Baum fest. Ach, die Winde ist noch fest. Ach, sag da doch. Dann kann das ja nichts werden, ne? Kann ich da ja nicht hochkommen, wenn ich mich noch selber festgetüdelt habe. Oh, fahr schon. Aber echt eine scheiß Entscheidung, hier lang zu fahren. Aber ich muss damit jetzt auch klarkommen. Irgendwie. Gibt es hier nicht einen Baum wieder in der Nähe? Gibt es hier bestimmt noch irgendwo. Da! Sind wir da jetzt festgebunden? So. Schauen wir mal. Das sieht doch gut aus. Lösen. Ah, jetzt gibt es hier nichts mehr. Schade. Aber wir gucken, ob wir weiterkommen. Uah. Oh, geil. Okay. Haben wir das auch geschafft. Und wieder ordentlich was gelernt. Mühsam endet das Eichhörnchen, sag ich immer. Mal gucken, ob wir hier noch weiterkommen oder ob wir uns schon wieder festfahren. Das war definitiv nicht die beste Wahl, diese Strecke. Gebe ich zu. Aber was soll's. Es geht voran. Yay. Oh, Schaden. Kann ich mir gut vorstellen, bei dieser Holperstrecke. Da ist schon wieder Wasser. Es ist schon wieder Wasser im Weg. Aber diesmal kein tiefes Wasser offenbar. Und wo geht's da hin? Das ist doch auch wieder hier eine Straße. Da oben ist Licht. Da oben brennt Licht. Was gibt es denn da oben? Aber da werde ich nicht hinkommen. Da oben ist Licht. Ha. Komme ich hier links rum? Ich muss mal gerade die Zeit vorstellen. So. Ja, 53, 56 Liter. Ach, guck mal, das sieht aus wie eine Werkstatt. Die ist ja ganz nah bei. Nee, komm, da fahren wir hin. Wieso ist der Motor aus? Da kommen wir doch... Nein, nicht umkippen. Nein. Nein! 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 So, warte. Warte, warte, warte. Motor starten. Es geht wahrscheinlich nicht, weil... Liegt hier rum. Motor abgewürgt. Anhänger lösen. Hm. Ach, das ist doch Mist jetzt. Bin ich da extra hochgefahren? Jetzt liegt das hier rum. Scheiße. Oh, ich könnte mich gerade ärgern. Muss ich hier wieder hinfahren, ne? Also, Karte.
Werkstatt, ey, Werkstatt. Ja, ich möchte mich zur Werkstatt retten. Bäume weg, Anhänger weg. Alles weg. Ich hatte ja eigentlich gehofft, euch zeigen zu können, wie ich mal so eine Mission erfolgreich oder eine Holzladung erfolgreich abliefere. Was tun? Wir brauchen einen Anhänger. Mittlerer Holzanhänger. Obwohl, wir können ja auch wahrscheinlich keine Ladung tragen. Ja, das kann das Ding hier doch aber auch, oder? Kranstütze, Ladefläche. Da muss der Kranwagen weg. Aha, Holzauflieger. Passt nicht. So, Holzauflieger anbauen. Kann der jetzt schon kann Ladung tragen? Ja. Brauche ich den Kran denn dafür? Wäre ja blöd, ne? Kann ich nicht, weil geht nicht. Gut, ich weiß was. Das machen wir weg. Den machen wir wieder dran. Und dann fahren wir jetzt nämlich erstmal zu diesem Ziel, damit ich dann überhaupt weiß, wo ich hin muss. Denn alles andere ist ja irgendwie Quatsch. Die Strecke kennen wir ja schon. Ich würde sagen, ich fahre die jetzt erstmal und wenn ich da bin, wo ich eben umgekippt bin, sehen wir uns wieder.